Am Mikrofon nun also Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Sendungen haben Sie schon viel von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gehört, die die Gesellschaft in Taiwan ausmachen. Von den Ureinwohnern, den frühen Einwanderern aus China, einschließlich der Hakka-Minderheit, den Festlandchinesen, die 1949 mit der im chinesischen Bürgerkrieg besiegten Kuomintang-Regierung nach Taiwan kamen, und in jüngerer Zeit den Fremdarbeitern und den Bräuten aus China und Südostasien. Eine Gruppe wird heute nur mehr selten erwähnt, und das ist die Gruppe der Auslandschinesen, die sich auf Taiwan niedergelassen haben, also Chinesen, die ursprünglich außerhalb Chinas lebten. Doch was war der Grund, dass sie sich entschieden, nach Taiwan zu kommen? Auch heute noch gibt es in Zhonghe im Süden Taipehs in der Nähe der MRT-Station Nanshijiao eine sogenannte Birma-Straße. Hier trifft man auf Milchtee mit Gewürzen, auf Reisnudeln und auf Schilder mit einer rundlichen Silbenschrift. Diese Straße trägt den offiziellen Namen Huaxin-Straße, was eine Abkürzung dafür ist, dass Auslandschinesen sich an dieser Straße neu angesiedelt haben. Während des chinesischen Bürgerkrieges waren nicht wenige Chinesen nach Birma geflohen, in der Hoffnung, dort leichter Geschäfte treiben und Geld verdienen zu können. Ein Teil dieser Chinesen, besonders diejenigen, die Verbindungen zur Kuomintang-Regierung hatten, hatten dann die Chance, mit dieser nach Taiwan zu kommen. Die Kuomintang-Regierung, die also den chinesischen Kommunisten auf dem Festland unterlegen war, versuchte auf Taiwan, das gerade 50 Jahre japanische Kolonisation hinter sich hatte, dieses nicht mehr existierende China aufzubauen, aber der Alleinvertretungsanspruch der Republik China auf Taiwan benötigte eine gewisse Legitimität. Nach innen bemühte man sich, die Taiwaner, die die Japaner sich angestrengt hatten, zu Untertanen des japanischen Kaisers umzumodeln, nun wieder zu sinisieren. Chiang Kai-shek betonte bei öffentlichen Auftritten immer wieder, dass Taiwan die natürliche Basis der Republik China sei. Nach außen hin propagierte er die Slogan vom freien China und dem letzten antikommunistischen Bollwerk der chinesischen Welt, mit denen er die Anerkennung und Unterstützung der Auslandschinesen und der freien Welt suchte. In den 50er Jahren, sagte Chiang Kai-shek in Rundfunkansprachen, die ins südostasiatische Ausland gesendet wurden, die Auslandschinesen, die 600.000 Kuomintang-Armee-Angehörigen in Taiwan und die antikommunistischen Kräfte auf dem chinesischen Festland seien die drei großen Stützpfeiler des Antikommunismus. Daher war es für ihn eine wichtige Aufgabe, die Unterstützung der Auslandschinesen zu gewinnen. Zu diesem Ziel erhielten die Kinder der Auslandschinesen die Möglichkeit, in Taiwan zu studieren, und die Kuomintang-Regierung bot den Auslandschinesen auch wirtschaftliche und kulturelle Unterstützung an. Im Zentralkomitee der Kuomintang wurde folgende Strategie verabschiedet. Zitat: Durch Diplomatie die Angelegenheiten der Auslandschinesen konsolidieren, mittels der Angelegenheiten der Auslandschinesen die Parteiangelegenheiten entwickeln, dabei die Parteiangelegenheiten als Kern der Auslandsangelegenheiten betrachten, gleichzeitig sollen die Angelegenheiten der Auslandschinesen als Stütze der Diplomatie genutzt werden. Zitat Ende. Wenn Ihnen nun der Kopf raucht, dann geht es Ihnen wie mir. Doch was aus diesen etwas unklaren Aussagen sehr klar herauszuhören ist, ist der Umstand, dass die Regierung den Angelegenheiten der Auslandschinesen höchste Priorität zumaß. Durch Werbung und die Schul- und Studienplatzvergabe konnte die chinesische Regierung in Taiwan sich selbst zum legalen Vertreter des Heimatlandes für die Auslandschinesen machen. Diesem Ruf folgten viele Auslandschinesen, die nicht von Taiwan aus nach Südostasien ausgewandert waren. Diese Auslandschinesen waren für die Republik China auf Taiwan ein Identitätssymbol. Warum folgten jedoch so viele Auslandschinesen dem Aufruf und kamen nach Taiwan zum Studium?
Für die auf Birma lebenden Auslandschinesen war es vor allem die Aussicht auf einen Personalausweis. In Birma bekamen sie nämlich nur einen Auslandschinesenausweis, mit dem sie weder ein Haus noch ein Grundstück kaufen konnten und auch sonst nicht in den Genuss der Bürgerrechte auf Birma kamen. Da war die Aussicht auf einen Personalausweis in Taiwan schon sehr verlockend. Wer freiwillig zum Studium nach Taiwan kam, der konnte nicht nur ohne Prüfung in die Oberschule aufsteigen, sondern musste auch keine Schulgebühren bezahlen. Damit sich auch mehr Universitäten bereit erklärten, Quoten für Auslandschinesen zur Verfügung zu stellen, wurde beschlossen, dass die Universitäten für jeden Auslandschinesen, den sie aufnahmen, 10.000 NT-Dollar erhalten sollten. Universitäten wie die Nationale Taiwan-Universität, die Nationale Pädagogische Hochschule, die Zhengzhou-Universität und die Medizinische Hochschule der Armee hätten ohne diese Subvention viele der benötigten Neubauten nicht bezahlen können. Doch woher hatte die Regierung das Geld, die vielen auslandschinesischen Studenten zu subventionieren? Das konnte sie nur dank der Unterstützung durch die USA, für die wiederum die Zahl der auslandschinesischen Studenten in Taiwan ein deutlich sichtbarer Erfolg bei den Bemühungen waren, in Ostasien die antikommunistischen Kräfte zu stärken. Darin lag also der Zusammenhang zwischen den Angelegenheiten der Auslandschinesen und der Diplomatie. Der amerikanische Präsident Eisenhower sagte 1958 vor dem US-Parlament, die 8000 auslandschinesischen Studenten in Taiwan seien eine öffentliche Wahl der Auslandschinesen für die Republik China. Nun, für die Auslandschinesen, die von der birmesischen Regierung nur geduldet wurden, war die Entscheidung, nach Taiwan zu ziehen, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt eine freie Entscheidung zwischen dem kommunistischen China und dem sogenannten freien China. Auch die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung durch die Militärregierung in Birma Ende der 80er Jahre trug dazu bei, dass sich viele Auslandschinesen, die noch in Birma verblieben waren, entschlossen, nach einem besseren Lebensort zu suchen. Obwohl die Auslandschinesen hier in Taiwan gut untergekommen sind, fällt es ihnen tief im Herzen doch schwer, sich als Einheimische zu fühlen. Sie fühlen sich nicht als Taiwanesen, sondern weiterhin als Auslandschinesen oder als Chinesen. Wenn sie heute von China sprechen, meinen sie dabei nicht mehr unbedingt die Republik China auf Taiwan, denn nachdem sie nach Taiwan gekommen waren, mussten sie feststellen, dass die Insel tatsächlich nicht das Land ist, das sie erwartet hatten. Wer unsere Programme langfristig verfolgt hat und auch immer die Programme aus Anlass des Nationalfeiertags am 10.10. gehört hat, dem wird es bestimmt aufgefallen sein, dass dabei häufig von Auslandschinesen die Rede war, die als Ehrengäste zur Feier des 10.10. angereist waren. Sie wissen nun, warum die Auslandschinesen gerade an diesem Tag für die Legitimierung der Regierung der Republik China nötig waren. Auch sie kamen nicht ganz aus reiner Unterstützung für die Regierung der Republik China, denn viele von ihnen nahmen vom Angebot kostenloser Übernachtungen und Rundreisen Gebrauch. Seit es diese Angebote nicht mehr gibt und Taiwan sich nach außen hin auch nicht mehr als den Alleinvertreter Chinas darstellt, ist die Zahl der Auslandschinesen, die zum Nationalfeiertag nach Taiwan kommen, beträchtlich gesunken. Nun bemüht sich die Regierung auch nicht mehr so um auslandschinesische Studenten, sondern vielmehr um Studenten aus Südostasien, die nicht unbedingt chinesischer Abstammung sind, mit dem Ziel, engere Verbindungen mit diesen Ländern aufzubauen. Denn nun zielt die Diplomatie eben nicht mehr darauf ab, den Alleinanspruch über China zu konsolidieren, sondern vielmehr darauf, ein eigenständiges Bestehen neben China sicherzustellen.